Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Mario Kart Wii Online, Part Nummer 15, soweit ich es im Kopf habe. Heute fahre ich mal mit Daisy, bzw. Baby Daisy und dem Walker. Ich habe es auch nicht ausgesprochen, einmal in irgendeinem Part, ich glaube Part 4. Ich weiß nicht ganz genau, und ich habe Pilz. Ich probiere den Shortcut mal, auch wenn es 100 CC ist. Werde ich es mal wagen und ja. Heute möchte ich mal die Ränge besprechen, weil es gibt ja die ich war unter Druck. Jetzt müssen wir uns nach vorne kommen. Ränge. Es gibt ja die A, B, C, D, E, F und so weiter. Und ja. Okay. Cool. Hast mir die Wolke gegeben. So, drei Pilze. Bin immer noch schnell. So, nur Item holen. Und ja. Es gibt ja auch die 1, 2 und 3 Sterne-Ränge. Die gibt es ja erst seit Mario Kart Wii, also vorher gab es sie gar nicht. Also bei Double Dash, wenn ihr erstmal in Display schaut, dann gab es ja nicht. Oder bei Mario Kart DS gab es auch nicht. Auch bei Mario Kart Wii gibt es sie, aber Mario Kart Wii kam ja vorher dran. Deswegen war es bei Mario Kart Wii zum ersten Mal der Fall, dass man Ränge holen muss. Und das war nicht so einfach. Also man weiß nicht ganz genau, wie man es erreichen soll. Also ich weiß nicht ganz genau, oder es gibt wohl noch nie bekannt gegeben, wie man die Ränge bekommt. Aber ich kann mal so aus der Erfahrung her erzählen, das können aber wahrscheinlich alle von euch. Aber ich schätze mal so aus meiner Erfahrung, wie man diese Ränge bekommen könnte. Also auf jeden Fall, wovon ich hundertprozentig sicher bin, ist für einen 3-Sterne-Rang 60 Punkte. Damit heißt auch, ihr müsst Erster sein. Anders, also das ist, ich glaube, denk mal, eine sichere Sache, aber mache ich nicht gedodged, ich habe geschüttelt, egal. Das ist eine sichere Sache, das müsst ihr machen. Also wenn ihr keine 60 Punkte habt, dann könnt ihr davon so gut wie sicher ausgehen, dass ihr keinen 3-Sterne rankommt. Dann zweite, würde ich mal sagen, ist, um einen Sternerang zu bekommen, ist die restlichen sind jetzt eigentlich nur verboten, also das sind jetzt nicht unbedingt so Fakten, aber ich sag mal so, woran ich denke, ihr müsst so wenig wie möglich geownt werden. Also wenn ihr jetzt 10-mal geownt werdet, dann wird es glaube ich nichts mit einem Rang. Also ich denke mal, dass man nicht so oft geownt wird, spielt bei mir eine Rolle, zum Beispiel wo ich, also ich habe sehr gut gefahren, ich war Erster auch in allen 4 Cups, also in allen 4 Strecken des Cups. Und jetzt habe ich eine gute Beschleunigung. Profitierst du nicht davon viel. So, letzter Item ist entscheidend. Und oh, lol, ist ein Pilz. So, gedodged. Und den ersten Platz geholt. Im nächsten Part, beziehungsweise im nächsten Teil des. Nee. In der nächsten Strecke werden wir es weiter besprechen. Erstmal bin ich gespannt, was wir eine Punktzahl erreichen. Und wir sind wieder mal Erster geworden, das sehr, sehr gut ist, auch mit so einem Kart. Sind wir jetzt Erster. Suppi. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was wir für eine Punktzahl kriegen. Jetzt 0. Das wäre mal geil, auf den ersten Platz 0 Punkte bekommen. Das geht ja eigentlich nur, wenn ihr 9999 habt. Plus 55. Yay. Geil, wir nähern uns der 7500. Ja, bis gleich zum nächsten Rennen. Ja, Varios Goldmine ist mal wieder dran. Wieder 100 CCM. Zurück zu den Sternrängen. Ja. Wobei ich noch denke, dass ihr noch 3 Sternränge kriegen könntet. Also auf jeden Fall, ich kann mal sagen, wenn ihr 2 oder 3-mal geownt werdet, dann könnt ihr so gut sein, sagen, ja, der 3-Sterne-Rang ist mir so sicher. Bei 4 und 5, da würde ich eher bangen und nicht so stark darauf nachhoffen. Es könnte sein, dass es klappen könnte, aber gehen wir davon nicht eher aus, aber naja, da spielt ein bisschen Glück eine Rolle. Weiterfalls dürft ihr nicht runterfallen, also wenn ihr einmal runterfällt, dann könnt ihr auch sagen, dass daraus nichts wird.
Also das war bei mir auch schon sehr oft der Fall, weil ich probiere es jetzt momentan, also nicht auf meinem privaten, sondern hier an den Account, 3-Sterne-Rang zu holen, weil ich würde gerne das Let's Play mit dem 3-Sterne-Rang beenden. Also habe ich noch einiges Arbeit, obwohl ich schon, also ihr seht ja schon, ich habe schon einen 2-Sterne-Rang und bin auf einem guten Weg auf den 3-Sterne-Rang. Also bei 50 DCM habe ich soweit es geht, nur ein Cup, noch keinen 3-Sterne-Rang, sonst habe ich in allen Cups. Bei 100 DCM habe ich, glaube ich, 4 Cups mit 3-Sterne-Rängen. 150 CCM habe ich, glaube ich, auch 4 Cups. Und beim Spiegel habe ich, glaube ich, 3 Cups mit Stein. Also habe ich noch, weil ich jetzt was, ich zähle mal nach, 12 Cups vor mir, damit ich noch mit 3-Sterne-Rang belegen muss. Und, boah, werde ich nach und nach machen, also ich weiß jetzt nicht, Zeitdruck, ich mache es in ganz ruhiger Gesinnung. Nochmal zurück zum Thema. Und ja, nochmal zurück zum Thema. Ja. Ich glaube, der, wenn ihr, wie oft ihr von der Blue Shell geowned werdet, ich glaube, das spielt nicht so unbedingt eine große Rolle. Also bei mir ist es so, ich wurde mal, das ist jetzt kein Scherz, von einem Stachypanzer knapp 10-mal geowned. Beim 50 CCM Cup. Also bei 50 CCM ist es irgendwie so, da wird man so häufig geowned. Also mit Red Shells, Green Shells und mit Stachypanzern. Also es ist richtig viel. Also es ist jetzt nicht so, dass es wenig ist, aber ist schon eine Menge. Und ja, das ist auch nicht gerade witzig. Da ärgert man sich natürlich, dass man, boah, warum bekommt man so viele ab? Aber ja, solange ihr 3-Sterne-Rang bekommt, ist ja eigentlich schon gegessen und ich hab's auch noch bekommen. Und da ist jemand tatsächlich reingefahren. Hihi. Und oh je, was haben wir für einen Vorsprung hier? Nee, nicht diese Strecke so gut. Warum lädt einer die aus? Komisch. Na egal. Familie zu Ende, erster Platz. Ja, also das sind jetzt so meine Vermutungen für den 3-Sterne-Rang. Sicher ist natürlich, ihr müsst 60 Punkte erreichen und überall erster sein. Ich denke mal auch, ich weiß jetzt nicht, ob die Zeit eine große Rolle spielt, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es könnte aber sein, dass ihr nicht so sein, dass ihr zum Beispiel nur 2 Sekunden in der ganzen Strecke nur erster sein wart. Das müsst schon einen gewissen Teil lang erster sein, denke ich. Wie gesagt, das sind nur Vermutungen. Das Einzige, wo ihr sicher sein könnt, ist nur mit den 60 Punkten und den viermal erster. Also, dass ihr viermal erster sein sollt, sonst wird's nichts. Und das wird im Unterfall auch. Also meine Erfahrung. Ihr könnt ja eure Erfahrungen teilen. Von daher passt uns jetzt zu 2-Sternen-Rängen. Das ist ein bisschen einfacher. Erkläre ich jetzt auch gleich im nächsten Rennen. Ja, SNES Geistertal. Ja. Oh, da ist sogar noch eine Daisy. Warum starten wir auf den zweiten? Ja, lol. Wir waren noch erster. Naja, egal, machen wir nichts draus. Jetzt müssen wir aufpassen, wir dürfen nicht hinter ihr fahren. Obwohl, ich werde nicht in Shotgun. Sehr gut. Schalter weg. 2-Sterne-Ränge. Ja, das ist etwas einfacher. Da könnt ihr etwas mehr geowned werden. Also, wenn jetzt 6-7 mal geowned wird, denke ich mal, oder so. Oder vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Keine Ahnung, bin ich nicht da sicher. Also wenn ihr etwas mehr geowned werdet, dann habt ihr auch eigentlich 2-Sterne-Rang. Wenn ihr viermal erster seid, dann da würde ich mal sagen, habt ihr euch einen 2-Sterne-Rang sozusagen auch erarbeitet. Aber es könnte auch manchmal sein, oder manchmal reicht auch nur, wenn ihr dreimal erster seid und einmal zweiter. Das reicht auch manchmal. Zum Beispiel beim Pilzcup ist es häufig so, da war ich einmal erster, dann wurde ich in der letzten Strecke sechster. Und da habe ich trotzdem noch 2 Sterne rangekommen. Reicht das natürlich nicht. Das war ein Fehler. Und ja. Los. Und wieder dominieren wir hier. Lol. Und natürlich der Pilz. Bam. Hoffe nicht. Ja. Wenn ihr einmal runterfallt, dann ist es auch nicht so schlimm, soweit ich es weiß. Also solltet ihr jetzt einmal plumps, passiert nichts, ist nichts Schlimmes. Außerdem, wenn ihr, ja, eigentlich war's das. Also 2-Sterne-Rang ist einfach, ich habe ihn ja auch gekriegt und ich bin jetzt wirklich der Pro. Ich glaube mal 3-Sterne-Rang, da sagen manche, oh, ist ja nur was für Bros. Und ich denke mal, eigentlich könnte es jeder schaffen. Natürlich nicht direkt von Anfang an, aber es dauert ein bisschen. Nach der Zeit kann man es schaffen. Als ich am Anfang zum ersten Mal Mario Kart Wii gespielt habe, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so gut werde. Oder dass ich, also,
ich meine jetzt nicht gut, wie jetzt, dass ich jetzt der Tollste bin oder so. Ich meine jetzt im gut in dem Sinne, dass ich jetzt 2 Sterne geschafft habe und dass ich einigermaßen gut fahren kann. Und das ist für mich eine super Leistung. Natürlich gibt es bessere Leistungen. Da sagen gerne, ja, ihr seid Pros und so, ne? Deswegen, nächstes Rennen. Marios Piste. Ja, wir sind ja im letzten Part diese Strecke gefahren. Und in diesem Part fahren wir sie auch. Super. Zwar kein Heimspiel, aber wir können es schaffen. Wie ich sehe, ist die Gruppe doch nicht so stark, wie ich gedacht hatte. Natürlich hat der Mario einen mega Vorteil. Er ist ja lange Strecke. Und, oh, ist doch nicht so schwach. Also von der Punktzahl her sind die nicht gut, aber das heißt ja nicht, dass die schwach sind, weil ich habe auch angefangen. Und ich sehe mich so als 7000er. Aber ich habe schon mal die 9000er geschafft. Und so. Und ich meine jetzt, also ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ich halte mich nicht als Pro. Ich sehe mich eher als mittelmäßigen Fahrer. Aber in oberen Rang, also mittelmäßig, sag mal, im Mittelfeld ganz oben. So kann man das am besten sagen. Und ja, deswegen. Oh, das wird's ein. So, was haben wir hier für ein Item? Oh, was hier für Items kriegen. Wenn jetzt ein Schock kommt, wenn jetzt ein Schock kommen will, hat der geil. Und wir sind auf dem ersten wieder verdienter Maß. Natürlich wieder Duck-Items. Ist ja ganz klar. Und ich denke mal, vielleicht, also mit den Sternenrängen, da kann man sich jetzt teilweise auch. Also, da bin ich mir mal so sicher, denke ich mir, ja, das wird was und so, das wird nichts draus. Also, das sind so Vermutungen. Das heißt ja nicht, dass jetzt wirklich stimmt alles, ne? Was auf jeden Fall stimmt, ist natürlich die 60 Punkte. Das Einzige, was wirklich stimmt. Also was sozusagen offiziell ist, weil ich denke mal nicht, dass man mit 57 Punkten erster werden oder mit 55 Punkten. Dann glaube ich eher nicht dran. und ja. Und wir können auch den ersten Platz schaffen, aber wir können auch viele durchlacken. Und das wäre nicht gut. Für uns. Für die ist es natürlich schön und ja. Mein Effektputz hat auch was gebracht und wir werden natürlich erster. Auch wenn der Startplatz uns treffen will, es passiert nichts. Ja, Daisy freut sich natürlich. Dieses Baby Daisy ist ja nicht Daisy. Aber wir kriegen auch wieder einige Pluspunkte und ich denke mal, ich war noch ein Rennen und dann beende ich auch diesen Part. Yay, 62 Pluspunkte und wir sehen uns gleich wieder. Ja, die letzte Strecke des Parts GCN Waluigi Arena. Eine Strecke, die mir sehr, sehr gut gefällt. Einer meiner Lieblingsstrecken sogar. Und die ich sogar gewählt habe. Also meine Strecke kam sozusagen dran. Was ich sehr geil finde. Und ja, der 3-Sterne-Fahrer, der muss auch sich holen, ne? Zeig mal, was du drauf hast. Kannst du mit mir mithalten? Ich darf nicht hinter ihm sein. Das ist mein größtes Problem wahrscheinlich. Aber, nein. Das mach ich da. Und, Alter. Wow. Wild am Randalieren. Wow. Im letzten Part da, ja, haben mir manche gesagt, dass der Ingame-Sound ein bisschen zu leise sei. Fand ich jetzt nicht persönlich so, also ich habe es mir mal angehört. Ich habe es jetzt ein bisschen lauter gemacht, aber sonst, wenn ich es jetzt noch höher schrauben würde, dann wäre es schon zu laut. Dann würde man mich, glaube ich, nicht hören und das wäre ja nicht so geil. Vielleicht machen wir auch manche so, dass sie den Ton ausmachen und einfach nur sehen, wie ich fahre. Kann ja auch sein. Gibt es ja Leute. Vielleicht. Ja. Also beziehungsweise bei den anderen Lens wären das manchmal auch bei manchen so. Obwohl ich, also ich persönlich... So, komm. Ja! Ja! Haben wir die noch abgegeben? Geil. Können endlich auch noch die Wolke abgeben und dann gut, dass wir Trick gemacht haben, haben wir wenigstens irgendwie ein Turbo bekommen, obwohl es eigentlich mit dem Teil nichts bringt, weil wir haben ja schon eine gute Beschleunigung. Eine Hammerbeschleunigung, oder? Also,
Ich fahre mit Baby Daisy irgendwie gerne. Also, keine Ahnung warum, aber ich fahre mit der irgendwie sehr gerne. Vielleicht liegt die mir sehr gut. Also, das fällt mir so auf und... Nein, ich wollte eigentlich so machen, dass der andere die Ratchet bekommt. Das gibt's ja auch. Und ich mache jetzt nicht die Valuti. Das ist eigentlich das einzige Problem. War nicht schlau. Egal. Aber ich glaube, viele kennen den Trick nicht so wirklich. Also, naja, ich denke mal, es kennen also so die bisschen mehr, also so in 8000er Bereich. Ich mal kennen ja viele den Trick. Aber ich denke mal, so Anfänger so kennen das natürlich nicht. Also als ich Anfänger angefangen habe, ja, habe ich das auch nicht gekannt. Gebe ich zu. Und wir wollen noch den ersten Platz. Ja. Yes. Yes. Ja. Komm schon. Gib Gas. Gib Gas. Komm schon. Erster Platz. Nur. Ja. Einsame Klasse. Wuhu. Baby Daisy. Just bring it. Mein Gott, wie viele Pluspunkte wir diesen Part gemacht haben. Unfassbar. Aber es war am Ende wieder mal ein bisschen Luck, weil ich einen Red Shield habe und eine wurde geblue Shield. Das war sehr gut für uns. Und Daisy freut sich auch. Ich glaube, ich nehme danach noch einen Part auf. Einfach so als Vorproduktion. So, plus 50. Yippie! Biadi! Mario Time! Nein, ne? Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.